So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, meine Wiesel. In der letzten Folge haben wir einiges erlebt, haben ein bisschen Unterricht gemacht. In dieser Folge machen wir uns auf den Weg zu Professor Weasley. Ich würde mich wie immer über ein Abo und ein Like freuen. Also, abonnieren. Denkt dran, ich bin ganz neu auf YouTube, ich brauche eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr findet meinen Kanal und habt Spaß dabei, mir beim Zaubern zuzusehen. Und das machen wir jetzt. So. Haben wir hier wieder was in der Nähe? Irgendwas Schönes für uns, was wir einsammeln können noch. Wird mir hier was angezeigt? Irgendwo. Leider nein. Ach ja, und übrigens die erste Folge mit Facecam. Ich hoffe, ich störe hier in der Ecke nicht. Mal gucken. Ich schaue ab und zu darüber, ob die Aufnahme noch läuft. Nicht wundern. So. Da haben wir eine Kiste, da kommen wir nicht rein. Gut, ja. Die Kleine ist jetzt Lehrerin, dass sie nicht von ihrer fangzähnigen Geranie gefressen wurde. Okay, gut. Ich hoffe, das ist für euch ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn ihr mich auch seht. Die ersten paar Folgen waren ohne Facecam, ohne alles Mögliche. Ich bin hier noch am Aufbau, ich teste, ich gucke, wie der Ton ist, ich mache alles Mögliche. Ich weiß nicht, ob alles schon so optimal läuft oder für euch angenehm ist. Deshalb bin ich ziemlich auf eure Kommentare oder was weiß ich angewiesen. Gebt mir ein Feedback, sagt mir, wie ihr die Folgen findet, wie es so läuft, was ich besser machen könnte oder was auch immer. So, aber jetzt erstmal zu Professor Weasley. Denn wir haben vor... Oh, warte. Hallöchen. Na du? Ihr Feini? Wer ist eine feine Katze? Du bist eine feine Katze. Ja, ganz Feini. So ein Feini. Ja? So, mau. So, okay. Weiter geht's. Auf zu... Huch. Okay. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Und weg ist er. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Nee. Ist das nicht so? Nee. Also gut, aber zum Unterricht, da ist eine Schülerin. Die hat gehackt. Was ich nur mal sagen. Ich hätte das Kugelstoßduell mit ihr locker gewonnen, wenn sie nicht geschummelt hätte. Da sollten Sie vielleicht mal noch mal ein Auge drauf werfen. Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Oh nö, noch mehr? Was, mehr Arbeit? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Was ist Zauberkraft? Es gibt Ollivander? Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Okay, Mr. Ollivander. Mr. Ollivander ist wirklich nice. So, aber nicht in der Winkelgasse? Ah. Ich
Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ja, ich nehme Natti mit. Weil mit der habe ich noch ein Wörtchen zu reden mit ihrer Schummelpartie. So, wollte ich nur mal sagen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Onai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Da mal auf, Alter. Butterbier holen wir uns. So. Aber hier haben wir bestimmt, wusste ich's doch. Es sind doch überall immer welche Sachen versteckt. Aha, 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 da habe ich noch mehr gesehen. So, sehr schön, das finde ich super. Haben wir hier noch was bei der guten Dame? Ah, da ist ein Schloss vor, schade, kommen wir noch nicht rein. So, dann wollte ich mal ganz schnell gucken, was wir hier so Schönes noch haben. Professor Ronz, ja, die Aufgaben wissen wir ja, machen wir. Weil ich glaube, das haben wir in der letzten Folge noch nicht gemacht. Und ich komme auch nicht wirklich zum Reden immer. Das ist anstrengend. Sagt, wir sollen sputen, um die Aufgaben zu erledigen. Und quatschen uns erstmal eine Stunde einen Toast an die Backe. Die gute Weasley. So, den super Hut kriege ich noch nicht, aber die Handschuhe. Ah ja, okay. Können wir denn irgendwas machen jetzt? Haben wir was Neues? Irgendwo vielleicht. Haben wir was? Hier haben wir einen Schal. Bringt er uns was? Ja, können wir verkaufen. Okay, ansonsten bringt er uns jetzt nicht sonderlich viel. Ah, die Mütze können wir nehmen. Guck mal. So, komm. Machen wir mal in der Folge hier einen auf Mützenträger. Da haben wir noch eine stylische Brille am Start. Ja, aber die bringt uns nichts, ne? Naja, gut. Aber die Mütze bringt uns Verteidigungspunkte. Die nehme ich, ne? Da sage ich jetzt nicht nein. Auch egal, wie es aussieht, aber... Verteidigungspunkte, die gönnen wir uns. Ach, nee. Nicht so mein Schlammerzug an. Warte, halt. Stopp, bitte. Oh Mann, ich muss zurück. So. Hat keiner gesehen. So, auf geht's. Dann werden wir jetzt unsere Aufgaben erledigen. Würde ich mal sagen. Oh, wartet. Ohr juckt. So, dich nehmen wir mit. Hä? Gar nichts. Ich wollte nichts machen. Echt jetzt? Professorlein. Hallöchen. Ah, da sind Sie. Ja, sicher. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Den kriegen wir hin. Repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, stimmt. Als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Na, ja, ich schließe die Aufgaben ab. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor.
So. Guck mal, da hab ich doch schon was gesehen. Das ist die richtige Stelle. Wo ist es hin? Ist nur das fliegende Blatt? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Ach, hier. Wo ist es? Geschafft. So. Ich nehme mal an, dass wir das nachher reparieren müssen. Also vermute ich jetzt einfach mal. Das sah so verdächtig aus. So. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Nein? Okay. Wir müssen... Aktiviert. Wir müssen hier rein, ne? Irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Großartig. Ist hier noch was für uns? Es erfreut unsere steinernen Herzen. Hier vielleicht? Ah ja. Als hätte ich es geahnt. Hier ist nichts. Hat die Niederlage gut weggesteckt. Ja, hoffe ich doch. Wir haben Sebastian auch gut weggeklatscht in der letzten Folge. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal zum Professor. Was ist denn jetzt? Hat das Bein gejuckt gehört? Professor, wir haben's. Kann ich jetzt den Zauber lernen, bitte? Ich hoffe, die ersten Aufgaben. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Ja, her damit. Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ich habe leider gerade keinen hier. Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Okay. Reparo. Da bekommen wir easy hin. Pass auf. Obwohl er gar nicht so einfach ist gerade, aber wir schaffen es. Bam. Reparo. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich die Statue. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, Revelio, die zerbrochene Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das die verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Da brauche ich ihn echt auch, ey. Geht irgendwas kaputt? Zack, reparieren. Das brauche ich. Oh, Levelaufstieg. Nice. Wir haben einen Levelaufstieg. Kriege ich was Neues, Tolles? Irgendwas? Nichts Neues? Was muss ich hier? Schließe 2 Aufgaben ab. Belohnung für 2. Okay. Schließe 4 Hauptaufgaben ab. Gut. Wir haben dann nichts Neues erhalten. Schade. Ich hätte gern noch irgendwas mitgenommen. So, okay. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Zum Haupttor. Das habe ich gesehen. Hier ist nichts. Nee. Also ein Kesselleck hatte ich jetzt noch nie. Echt jetzt? Ich schaue mich noch mal kurz hier um. Mal eben ganz schnell. Ah, guck mal hier, sage ich es doch. Umschauen lohnt sich. Eine Mütze, aber die ist schlechter als unsere. Schade. Da kommen wir nicht rein. Okay, wieder hoch. Ah, wir haben noch eine Kiste gefunden. Leider schlechter als unsere Mütze, aber gut, wir können nicht alles haben. Wo sind wir jetzt gelandet? Ah, da komme ich hier rein. Ah, der ist besser als... Okay, okay. Memorandum. Datum 31. Dezember 1875. Von Aurorbüro. Vom Aurorbüro. Okay. Betreff Borgen und Burkas.
Bei Borgen und Burkas kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in der frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. Im Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein. Zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Okay. Wir haben was Neues zum Anziehen. Wir haben hier was Neues. Das, was wir gerade gefunden haben. Schön, schön. Dann haben wir hier oben was Neues da. Was, glaube ich, sogar besser ist als das, was wir bereits tragen. Oh. Schottenrock oder was? Ja gut, okay. Why not? Wer weiß, ob wir gute Rüstung noch benötigen. Also nehmen wir einfach mal alles mit. Ich habe so das Gefühl, am Ende werden wir total dämlich aussehen. Aber es ist halb so schlimm. Es scheint aber nicht zu sein, ne? Nö. Ups. Gut, können wir hier auch wieder raus. Wir haben ja ein bisschen was gefunden. So, hier müssen wir, glaube ich, lang, ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ihr euch... Hi, danke. Ich habe dich zwar jetzt nicht gesehen. Oh, Entschuldigung. Haben wir hier noch irgendwas am Stissel? Ah, stimmt, hier haben wir noch. Schauen wir mal, ob wir das gehackt kriegen. Ich mache einfach mal auf gut Glück. Einfach auf gut Glück rein da. Die nehmen unten mal die Spinne. Ah. Ja, die lässt dann hier mal alle. Und hier machen wir so. Einfach mal machen. Testen. Ich weiß es nicht. Ich habe die Dinger noch nie aufgemacht. Ich weiß auch ehrlich gar nicht gesagt, wie es funktioniert, wirklich, aber. Wir sind die besten Zauberer überhaupt. Oh, neue Brille. Nice. Aber ansonsten ist hier nichts, ne? Nee, leider nicht. Aber eine Brille, komm. Rein da. Wir sehen eh schon aus wie so übelste Clowns. Da fällt das nicht mehr auf. Aber sie bringt uns plus 5. Mit unserem Schottenrock. Geil. Feier ich. So, wie komme ich denn jetzt bitte? Ach, hier wollte ich gar nicht hin. Ich würde gerne, wenn es machbar wäre, dahin. So, wir müssen da lang. Wir haben hier auch noch jede Menge zu erkunden. Aber ich glaube, in Hogwarts werden wir ziemlich oft unterwegs sein. Jetzt haben wir einen One, oder? Jetzt haben wir einen Lauf hier. Wir kommen heute nochmal nach Hogsmeade. Hoffe ich. Aber sie sind auch besser als unsere. Ja, passt. Also ausrüstungsmäßig machen wir Fortschritte, ne? So. Wir haben noch nicht viel geschafft in der heutigen... Hier gibt es einfach zu viel zu entdecken. Da ist so ein bisschen das Problem. Hi. Ja, ich suche nach dir. Ich bin auch sofort da. Gib mir eine Minute. Ungefähr. Ich sehe gerade... Hallo? Ich sehe gerade noch ganz viele Sachen. Immer. So.
Alles klar, wir haben noch ein paar tolle Sachen gefunden. Die nehmen wir mit, ne? Ist logisch, Leute. Das ist ein Muss, dass wir das machen. Ist das jetzt besser als meins? Plus 1. Plus 1. Das macht keinen Unterschied. So, bleiben wir so. So, wo ist denn jetzt die Gute? Halt, stopp. Da habe ich gerade was gesehen. Mann, man kommt hier nicht vorwärts. Hier ist zu viel. Es gibt hier einfach noch zu viel zu entdecken, Freunde. Ne, komm. Das machen wir wann anders. Wir gehen jetzt nach Hogsmeade. So. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Auf jeden Fall. Das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. So. Das erste Mal in Freiheit. Natty, ich bin direkt hinter dir. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Ah, ein Date, Natty. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Ah, okay, dann Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ja? Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Ja, immer diese Mütter. Ich verstehe dich. Huch! Voll durch mich durchgeführt. Guckt euch das mal bitte an. Das ist das Quidditch-Feld. Oh, ist das nicht krass? Ist mir ehrlich. Einfach Hogwarts. Mega geil. So. Ja, müsst ihr euch mal geben. Ohne Witz. Huch. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ja, das glaube ich dir, Natty. Das glaube ich dir. Du kommst aus Uga Uga oder? Ich habe keine Ahnung. Oh, warte. Ja, ja. Was ist denn hier? Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Ja, nehmen wir mit. Sammeln wir rein da. Sie sehen interessant aus. Und günstig können sie auch in Tränken verwendet werden. Voll geil. Nice. So, sorry, Natty, ich musste. Ich feiere das. Oh Mann, ist das nice. Nice, dass ich da jetzt mal wieder spielen. Boah, ich kann nicht reden, ne? Ich bin gerade so. Wow. Du guckst dir das hier an? Sieh mal. Wo? Aus dem verbotenen Wald. Etwas muss sie aufgeschreckt haben. Ich habe gehört, dass hier Hippogreife gesichtet wurden. Ich bin gerade einfach so mega geflasht, ne? Ohne Witz. Ey, man kann hier überall hingehen. Wie nice. Oh, Entschuldigung. Okay, ich kann doch nicht überall hingehen. Entschuldigung, Natty. Ups. Habe ich das aufgehoben? Ja. Schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zucker. Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Entschuldigung. Wie der Name schon sagt. Ja, ich gehe. Ist der verboten? Die Pro-
Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Entschuldigung. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Ah, ich mag diese Pflanzen. Ah ja, das ist einfach unfassbar. Guckt euch das mal bitte an. Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Ja, ich fühle dich. War ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Akio. Lumos. Levioso. Aber es gibt auch außerhalb der Schlossmauer. Repar. Kann ich das hier kaputt machen irgendwie? Lumos. Ja gut, dann gehe ich halt hier so durch. Ich habe da nämlich was hier. Ja, ich habe es gesehen. Ups. Ich kam... Gut, Zauberei macht nichts kaputt, aber eine Todesrolle habe ich. Die macht alles kaputt, eiskalt. Nati, warte mal ganz kurz bitte. Bevor wir weiterlaufen, ich muss mal eben kurz schauen. Ob die besser... Ja, plus 2. Außergewöhnlich. Besonders. Also die bringen ein bisschen mehr. Ja, nehmen wir. So. Okay, Nati, wir können weiter. Du bist nicht Nati, aber du bist ein Besen. Cool. Hätte ich auch gern. So, noch mehr Pilze. Nati, ich nehme alles mit. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal brauche, ne? Wollte ich nur mal sagen. Sieht, guckt euch das mal bitte an. Ich bin echt... Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ja, ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Das glaube ich dir. Ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Hi. Ich könnte jetzt ein Butterbier aus den drei Besen gebrauchen und ein Gespräch mit Sirona. Ich weiß nicht, wer Sirona ist, aber das Butterbier nehme ich. Auf jeden Fall. Nati, sorry. Sorry, Nati, sorry. Wir sind sammeln, Alter. Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Wer ist der Hausmeister? Mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Hi. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geiß. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Armer Mr. Moon. Ein okay. Demigeist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Ist ja zu viel Butterbier. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Natürlich, auf jeden Fall. Mit Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen. Nati, da bin ich doch komplett... Oh, komplett bei dir. Hogsmeade, Handbuchseiten. Hogsmeade, das einzige echte Zauberdorf in Großbritannien, ist seit Jahrhunderten ein beliebter Ort für Hogwarts-Schüler ab der dritten Klasse. Ich befürchte, dass wir so viel Zeit hier verbringen werden. Ich ahne es schon. Sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Ja. Im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellst. Nati, warte. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Hallo.
Ich bin einfach mal so frech und nutze die Hintertür. Das gefällt mir immer besser hier, ey. Boah, ihr seht da diese ganzen Punkte. Ey, wir werden die so viel finden. Das ist unfassbar. Hallo, Nati, ich bin hier vorne. Hallo, was geht? Alter. Ich bin so geflasht. Es ist mega. Boah, wir werden hier so viel looten. Da waren die Dings. Ich hab's genau gesehen. Die habe ich gesehen im Augenwinkel. Oh Leute, das, wir werden hier so unnormal viel finden, looten und mitnehmen. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Zu ihm müssen wir wahrscheinlich gleich. Entschuldigung. Ich habe hier noch ein paar Sachen gesehen. Aha. Erwischt. Oh, hier gibt es so viel Zeug. So viel Zeug. Scheiß mal auf das Butterbier. Oh, ich bin ein Kartensammler-Experte, Leute. Habt ihr gesehen? Bam, rein da. Geld, boah, hier ist hier so viel. Nee, ich muss zu Nati. Ich darf nicht weiterlaufen. Schade. Boah, ich würde so gern weiterrennen. Komm ich hier rüber? Ne. Muss ich echt hier rum? So, ob ich nicht mehr ins... Hallo? So, gut, Freunde. Und wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir erkunden in der nächsten Folge weiter Hogsmeade. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.